Und damit begrüße ich euch herzlich zur ersten Folge Beta-Name. In diesem Format rede ich einfach nur über Scheiße. Mit anderen Personen. Ich meine, über Dinge, die uns interessieren. Ja, ich glaube, das kann man so ausdrücken. Und, wie dem auch sei, dadurch, dass das ein Format ist, wo ich nicht sehr viel schneiden werde, da auch sehr viel einfach frei rausgeredet wird, wie bei einem Podcast, solltet ihr nicht erwarten, dass hier viel geschnitten wird oder dass das hier ein schnitttechnisches Meisterwerk sein wird. Und somit schicke ich euch jetzt direkt ins Video. Viel Spaß! Ich weiß noch früher, wo wir verstecken, ich wäre in der Schule, wo du einfach die Leute gehauen hast, da draußen laufe. Ich erstmal nur lustig. Ja, das ist alles nur Spaß. Ja gut, mir war es egal, ich war nicht die betroffene Person. Damals wollte ich nur Aufmerksamkeit haben in der grünen Schule. Das stimmt. Nein, ich habe keine AKS. Ich aber. Hast du echt Aufmerksamkeit? Ja, klar. Ist doch lustig. Und ich wollte Leute beunruhigen, weil ich das auch lustig finde. Ich finde das lustig, Leute Angst zu machen. Natürlich. Janik, du kannst das ja gut. Du bist ja breit wie ein Türsteher und so groß wie ein Türsteher. Ich bin ja irgendwie relativ. Ja, was meinst du, wie ich mich geil fühle, Digga? Wenn man so ein bisschen Streitsituation hat und man sieht, die Person hat richtig Bock, dich zu boxen, aber traut sich nicht. Ja, das ist bestimmt voll cool. Weißt du, es gab einmal eine Situation, da standen wir an einem Skatepark an der Kirmes da. Und dann fing das auch an mit so irgendeinem Typen, die wollten eine Zigarette haben. Der hat mich auch die ganze Zeit so angeguckt und so diese Mimik gemacht, ich hau ihn gleich auf die Fresse. Aber irgendwann, keine Ahnung, ich bin halt die ganze Zeit sitzen geblieben. So, und dann war ich so krass. Und als ich dann aufgestanden bin, weil ich hab mich halt kampfbereit gemacht, so, ne? Und dann ging er auch so einen Meter nach hinten und hat mich dann noch doof angeglotzt. Und dann kamen seine Jungs und da meinten halt, ich soll nicht so ein Rassist sein. Und dann dachte ich mir so, hä? Und dann habe ich gemerkt, dass er Angst vor mir hat. Und da habe ich mich richtig krass gefühlt, Digga. Ich hab mir richtig gedacht, du Sohn, Alter, komm doch her, Junge. Ich hab mir gedacht, wenn der mit Schritt näher kommt, ich verliere seine Schwerklatze, Alter. Wäre halt echt passiert, One-Hit und der liegt bestimmt. Digga, der war so groß wie. Oh, ihr glaubt auch nicht, als ich auf die Land. Das war doch bevor ich auf die Schule für Dumme gegangen bin, ne? Und ihr glaubt nicht, wenn ich an der Schule für Dumme drauf war. Ich hab diesen was? Digga immer wieder getroffen, Digga. Digga, jetzt an der andere vorbeigegangen ist, ne? Wie war sein Name? Vielleicht kenne ich ihn sogar. Update, glaube ich. Nee, gar nicht. Update sag ich schon. Date. Irgendwas mit A, glaube ich. Ah, ich war jetzt irgendwie bei Emanuel oder so. Nee, okay. Also Amoris hieß er, glaube ich. 7 Sekunden zuvor. Irgendwas mit A, glaube ich. Der andere hieß irgendwas mit A. Maurice war das, hieß er. Maurice. Der hieß, glaube ich, Maurice oder so. Maurice? Doch, Maurice hieß er doch. Also, ich hätte jetzt einen Der, das ist, ich weiß noch nicht, wann der an mir vorbeigegangen ist. Weil ich war ja so, du weißt ja, wo mein Klassenraum, Justin, ne? Ja. Da ist der immer dann lang gegangen. Und Digga, jedes Mal hat der mich angeguckt, als hätte ich seine scheiß Familie umgebracht. Ich hab jedes Mal so einen Schub bekommen, ne? Wenn der mir vorbeigegangen ist. Boah, und einmal, da hatte ich auch und raus, ich. Alex Paul und ich, da war so, Bruder, da ist Maurice, ne, hab ihm das erzählt. Und der Alex ist dann wirklich auf den Zug gegangen, ne? Und ich dachte, nein, Digga, was geht denn jetzt ab? Ich hab mir gedacht, scheiße, Digga. Und ihr müsst überlegen, Alex ist größer. Ja, ich wollte gerade sagen, Alex ist ja noch ein heftiger Schrank als du. Der wiegt bestimmt 130, 140 Kilo, ne? Und der war noch größer und das war ein Typ, der hat mehr Erfahrung als ich. Und ich hab mir gedacht, nee, Digga, wenn das jetzt abgeht, ne, dann ist der Maschenschläger rein, das kannst du nicht bringen. Da geht der hin. Packt ihm so richtig fest auf die Schulter, dass du ihm schon siehst, dass du weh, Maurice, macht nix und er fragt so, wo hast du eine Zigarette für mich? Ich hab mir noch nie so Angst in die Buchse geschissen, ne? Der Typ, einer der Alex, hat den Typen so erniedrigt. Aber ich hab mir auch so gedacht, Bruder, wenn es jetzt abgeht, ne? Ich bin voll ready, Alter. Aber ich hab mir auch so Schiss, ne? Was da abging in der Mitte. Einfach, Bruder, hast du eine Zigarette für mich? Ihr müsst euch halt überlegen, der Typ, der Maurice war 1,75 würde ich schätzen. So ein relativ kleiner Typ, aber wahrscheinlich, der war breit relativ eigentlich, ne? Aber dann kommt so ein Alex, der aussieht wie 12 vom Gesicht her, aber 140 Kilo ist Kampfmaschine, Digga. 1,83 groß damals, so eine Jeans an, mit schon bestimmt 46er Schuhgröße, kommt zu dir, packt dir auf die Schuhe, dass du siehst, dass du weh, ne? So richtig auf die Schulter
Und dann sagt er so, hast du mal eine Zigarette, oder? Das und du denkst dir, da ist noch scheiße, Digga, mach ich jetzt. Der hätte dem in die Fresse boxen können, der hat dich halt kurz geknickt und gesagt, was jetzt, ey? Was soll die Scheiße? Oder ganz krass war, wo der Alex, der hatte so eine kleine Auseinandersetzung in der Klasse. Der ist eigentlich ein richtig ruhiger, ne? Boah, Digga, als er dann so ein bisschen eskaliert ist beim Lehrer, der wurde dann so sauer, er ist aufgestanden. Und nur weil er aufgestanden ist, sein Stuhl ist so weggeflogen, Digga. Wirklich, er ist aufgestanden, hat so die Füße breit, also so hoch gemacht, gerade quasi vom Winkel, ne? Und dieser Kellen von dem Knie haben diesen Stuhl so durch den halben Klassenraum geschleudert, dass ich mit rumgefallen bin, Digga. Ich hab mich so erschrocken, weil ich saß halt immer neben dem. Und der hat halt auch immer Videos gemacht von mir und meiner Freundin geschickt, so auf den, ne? Und ich hab mir mal gefragt, woher hat sie die Videos? So, ne? Und an dem Tag war das immer so, dass er Videos von mir gemacht hat. Und dann war er irgendwie aber schlecht gelaunt trotzdem. Und so 2 Minuten nach dem Video oder so, meinte der Lehrer, er soll aufhören, mich zu filmen, der Lehrer, ne? Und ich weiß nicht, was bei ihm so getriggert wurde, aber er war so sauer geworden. Er ist richtig aufgestanden und hat alles umgeworfen gefühlt und einfach sich ein Tier raus. Digga, meinst du, der Lehrer ist hinterhergegangen, hat gefragt, was los? Nee, Digga, der hat sich nicht mehr blicken lassen, Alter. Der Alex war die ganze Stunde draußen, Digga. Der hat dann irgendwen gefragt, ob irgendwer mit ihm reden will, bin ich halt rausgegangen, so. Aber der wollte nicht reden, wir haben dann einfach eine Zigarette rausgegangen. Echt? Der war so aggressiv an dem Tag, ich weiß auch nicht. Aber es war schon krass, Digga, es war schon... Keine Ahnung, ich hab einmal gegen den Schwarzkopf gemacht, ne? So, mit Wegschieben und sowas. Ich hab's echt hinbekommen, den gut wegzuschieben. Aber, Digga, als er sich dann irgendwo so festkeilen konnte, so ein bisschen mit dem Fuß, ne? Ich hatte gar keine Chance mehr, Digga. Also wirklich. Das ist, als hättest du so eine Betonschallbank weggeschoben, Digga. Betonschallbank geschoben? Nee, also... Vor allem einfach weggeschoben. Wir haben uns so gegenseitig weggeschoben. Ja, wir wollten jetzt nicht boxen oder so. Aber wir haben uns... Weil wir standen in der Schranke, da sind ja immer so Mufftypen. Wir hatten jetzt keinen Bock, da eine Massenstärke oder sowas vielleicht auszulösen. Warum? Aber wir haben uns einfach mal aus Spaß weggeschoben. Weil dort immer die sehr gewinnt, speziellen Menschen sind. Wer gewinnt, kriegt halt eine Zigarette, ne? Von Luca war das damals. Alter, mach so. Ich nee. Und, ey, Digga, ich hab ihn weggeschoben und dann kam die Wand hinter ihm, so ein bisschen so ein kleiner Keil, ne? Er meint, ich hab den jemals weiter bewegt bekommen, Digga. Nicht mal sein Oberkörper zu mir bewegt. Ich hab ihn. Also wirklich, ich hab den einfach weggeschoben und ja, er guckt mich an und sagt, Bruder, gib mir einfach die Zigarette, wir sind rein, Digga. Ich war so machtlos, Digga, es hat so wehgetan. Oh, Justin, kennst du noch diesen relativ schüchtern aus meiner Klasse? Nenn ihn Namen. Nico hieß der. Der hieß das. Wie sah der denn aus? Der sah aus wie so ein richtiger Klaus mit so einer Brille, brauner Haare und so richtig klein. Ich glaube, das war der, den ich Benedikt 2.0 genannt habe. Ich glaube, ja, ich weiß, welchen du meinst. Der wurde auch mal, der Klassenkamerad hat sich mit dem mal so ein bisschen geboxt und der hat da mit dem Kollegen gefightet um so einen Stuhl. Und mein Kollege hat dem einfach eine Bombe gegeben. Er hat ihm einfach in die Fresse gehauen. Einfach, weil er diesen scheiß Stuhl haben wollte. Und da ging am Dienstag zum Sack. Und Digga, dann sitzt er da. Und so zwei Schwer fängt er voll an zu weinen, der Arme. Weil er halt so, sowas hatte der halt noch nie. Das war so seine erste Schlägerei groß, weißt du? Das war keine Schlägerei, Alter. Ja, wenn du einmal aufs Maul bekommst, das ist keine Schlägerei, Alter. Das war wahrscheinlich so eine Auseinandersetzung. Alter, da hatte ich schon Schlimmeres und da hattest du auf jeden Fall auch schon Schlimmeres. Ja, ich hab ja nichts gehabt, Digga. Ich hab gelacht, dann muss ich ehrlich gestehen. Weil der hat halt so eine Schelle bekommen. Das war jetzt keine richtige Bombe, aber so eine Backpfeife, aber so, die schon Beta. So, das kannst du doch nicht. Das kannst du nicht Schlägerei nennen, Alter. Nee, aber es war seine erste Auseinandersetzung wahrscheinlich körperlich. Dann, ihr müsst euch, du weißt, wie er körperlich aussah. Der hätte sich aufs Fahrrad gesetzt und wäre einfach nichts umgekippt. So. Und der hat halt diese Schelle bekommen. Und du hast ihm halt angesehen danach. Das war ruhig, der Lehrer hat alles erklärt. Du hast jemanden angesehen, dass er einfach richtig vom Heulen war. Ich hab den Lehrer halt angeguckt und gesagt, ey, schick den Arm doch mal raus. Der soll sich nicht blamieren, ne? Und der guckt noch den Lehrer an, fängt so an zu weinen, der Arme, Digga. Und ich guck den Robin an, der dem so eine Schelle gegeben hat. Seh Nico draußen und hab gesagt, Bruder, was hast du mit dem gemacht? Dem ist echt sein Leben vorbeigeschossen, Digga. Der Arme, Digga. Der tat mir so leid. Dem war das so unangenehm, as fuck, Digga. Boah, das war aber echt lustig, Digga. Also, die
Schule für... Halt, stopp, jetzt langsam reicht es mal. Diese Scheiße geht mir jetzt so ultra hart auf den Sack. Sag einfach Schule oder so einen anderen Kack. War, glaube ich, auch einer mit einer der besten Zeiten. Weil, du kennst ja Herr Welle, ne? Die Lehrer waren einfach so... Ja, wir haben uns so oft über diese Pisser lustig gemacht. Aber der beste Lehrer wäre Arnold, Digga, glaube ich, hieß der. Der Mann, der Mathe-Lehrer. Weil das war so ein korrekter Typ. Und ich weiß noch, Lehrer, der war selber Azubi und es ging dem Lehrer auf den Sack. Wir haben mit dem einfach die Regeln gebrochen, Digga. Wir sollten im Klassenraum lernen. Wir sind einfach zur Cafeteria gegangen, haben da gelernt. Haben uns da so ein bisschen was zu essen geholt, Digga. Herr Welle, und dann weiß ich noch, da ist der Welle reingekommen. Und wir hatten den Spruch, Herr Welle macht anders Welle immer. Oh, wir hatten Herr Anders. Ja, ich wollte gerade sagen. Herr Anders und Herr Welle. So. Wir haben immer zu Anders gesagt, boah, der ist voll anders. Ja, und das war immer so unser Running Gag, weil das die beiden Lehrer hatten uns immer so gut im Auge. So. Und unser Gag war immer, Herr Welle macht anders Welle. So. Und Herr Anders guckt uns an, als Herr Welle uns dann Ärger gegeben hat. Herr Welle macht wieder anders Welle. Und ich guck so den an und sag, Bruder, dafür kriegen sie eine Cola, Digga. Ey, das war so geil, Digga. Ich liebe diesen Typen bis heute noch, ne? Oder die Online-Meetings, ne? Als er gemerkt hat, dass die Hälfte nicht da war und so mäßig einfach irgendwie nur Scheiße gemacht hat und dieses Programm auch nicht funktioniert. Alter, Jungs, als wäre Bock, sich einen Film reinzuziehen. Was? Digga, wir sind in den Online-Chat reingegangen und dann haben wir aus Spaß und alle gesagt, mach mal Kamera, so. Und Alex und ich haben natürlich beide so mit der Handykamera dann eine geraucht. Und der Hannah so, ein der Wohnung, das geht doch nicht. Alex holt den Joint raus, Digga. Ja. Und sagt hier, jetzt bin ich draußen und jetzt, dachte er damit, muss mich noch einladen. Was, Alter? Ich hab nicht so tiefes so Gefühl, Mann. Ich geh nochmal auf die Schule, einfach wegen dem, ne? Der Typ war so legendär, Mann. Das war so geil, der saß dann auch immer da. Und seine Frau kam halt schon vor die Kamera. Und er hat uns gesagt, ihr Pisser braucht doch gar keine Hoffnung, Mann. Was? ich guck ihn so an und machst du die Kamera auf meine Freundin und sagst so, du auch nicht, du Arsch! Was geht denn? Das ist halt immer diese Online-Chat gewesen, wenn das so zwei, drei Leute drin waren, weißt du, weil die anderen entweder Technikprobleme mit App hatten oder halt. Die gar nicht da waren. Ja, oder halt keinen Bock hatten. Das Ding ist, ich glaub dir aber, dass ich hatte da auch so oft technische Probleme. Ich glaube von 8 Meetings oder so war ich auch nur 5 da oder so, weil 3 einfach komplett gar nichts gemacht wurden. Du ja, Arsch. Ah, das war so lustig, Digga. Allein die Erzählung ist gut. Ihr müsst euch halt vorstellen, ihr seht dann in der Kamera einen Robin, der sitzt da und denkt sich so, Alter, Maul. So, dann sitzt dann Alex mit dem Zeug, Digga, und denkt sich halt so, Bruder, mal verarschst du hier? Und alle sind halt nebenbei am Zocken. Und dann weiß ich noch, damals ging die Runde bei den Warzone. Ja, das damals, wo es neu rauskam, habt ihr das immer gespielt. Ey, glaub nicht, was da diskutiert wurde, ne? Jermaine, Alex, Niklas, wie heißt er? Luca, haben noch angefangen, an Warzone zu zocken. Und ja, Herr Arnold hat sie alle 15 Minuten gefragt. Und Jungs, seid ihr schon tot? So, weil er wollte halt wissen, wie die Runden sind, ne? Aber wir haben trotzdem aufgepasst, wir haben es trotzdem hinbekommen, gut aufzupassen. Und bei Arnold waren halt immer Leute dabei, weil der in der Ausbildung war. Er musste quasi gucken, oder die mussten gucken, ob er es gut macht im Unterricht, so mäßig. Und ihr glaubt nicht, wie nett wir extra gewesen sind. Wir haben den richtig unterstützt dann, ne? Als die Leute drin waren, wir haben den richtig die Füße geküsst. Wir waren auf einmal richtig intelligent, wir haben alles gemacht, Digga. Und immer, wenn wir Ärger bekommen haben halt von der Welle oder so, hat er Arnold uns in den Schutz genommen. Er war so ein 1 auf 1 und 1, weißt du? 1 und 1? Ja, Mann. Marcel Schabes. Alter, der richtige Ehrenlehrer. Das war so richtig geil, Digga. Er hatte uns so richtig, weißt du, den Arsch gerettet, weil er halt immer so, wenn wir eine Strafe bekommen hatten, immer das so ein bisschen ausklügeln konnte. Und dann, wenn wir den... Also, beste Begegnung waren eh auf dem Flur. Weil der hatte halt auch seine Lieblingsklassen. So, wir zum Beispiel, wir waren glaube ich einer seiner Lieblingsklassen und die Parallelklasse, weil die war genauso wie wir. So, und ihr müsst euch vorstellen, es gibt da einen Flur, wo du halt immer, also wir haben diese kurzen Vorflur bei unserem Bergraum. Und dann ist er da manchmal lang gegangen, weiß Gott warum, vielleicht weil er die Toilette schneller hinkommt, keine Ahnung. Und der ist da manchmal durch mit ein paar Klassenschülern und sowas. Und Digga,
hat er gesagt, rettet mich. Wir haben einfach alle einfach so in unsere Gruppe eingenommen, dass man ihn gar nicht mehr gesehen hat. Und jetzt wird manchmal halbe durch uns mit uns einfach bis zum halben Schulgebäude durchgerannt. Bis die Leute ihn gesucht haben. Und wir gesagt, Bruder, setz dich einfach uns die Klasse als Schüler. Das ging sogar manchmal fit, dann hat er sich bei uns in die Klasse gesetzt, kommt noch irgendwelchen Lehrer werden. So, bei Merwell hätten haben wir das nicht mehr dürfen. Wie hieß der Deutschlehrer nochmal? Herr Milke oder so. Oh shit, ihr hattet Milke. Ja, bei dem ging das klar. Da kommt der rein, sieht erst nach links und der übelst vollbart Typ. Der Arnold, Digga, da sitzt, denkt sich so, haben wir etwa einen neuen Schüler? Dann stell dich doch mal vor. Ja, Arnold geht vor und sagt, ich bin's, Mohammed Ali. Was? Das ist so geil. Was ist der hat da wirklich so 20, der hat da wirklich 20 Minuten aus dem Unterricht mitgemacht einfach. Was? Das ist doch so lustig. Was geht ja. Und ich hab mich mal irgendwann gefragt, aber ich hab nie Herr Arnold selbst gefragt, den Juni. Was machen seine Schüler, die mit ihm da reingegangen sind? Und wir haben ihn einfach entführt. Wo sind die hingegangen? So, ich weiß nicht, vielleicht hatten die ja eine Aufgabe, aber wir sind halt mit dem einfach abgehauen. Das war so geil. Oh, der Schall ist voll geil. Ey, das war so geil, Digga. Das war immer so lustig mit dem Jungen, ne? Setz dich einfach als Schüler dahin, Digga. Das stell ich doch mal vor. Das Beste war sowieso, wenn dieser Günther oder wie der Eis kam, mit seinem scheiß Jaguar in die Schule, Digga. Was? Herr Arnold hat immer so Augen gemacht, hat gesagt, der Wichser hat gar nicht mehr diesen Jaguar. Ich dachte mir innerlich immer so, ich hätte auch gerne Jaguar. Du hättest dort einfach einbrechen können, das ist dir klar. Ja, das Geilste war sowieso, wenn der Arnold wieder Englisch Story erzählt hat, wenn der mal handgreifig wurde oder sowas. Oh nein. Komm, nur raus, Janik, komm. Soll ich erzählen jetzt, oder was? Ja, natürlich. Ja, das war so typisch, der ging manchmal pumpen, weil seine Frau das mochte, wenn er so pumped ist. Und er war halt so Disco-Pumper, weißt du? Und wir haben halt ihm immer, wir haben immer gesagt, das ist voll schwul. Und er hat so gesagt, ja, wenn die Beine und sowas nicht drin sind, sondern nur Arme und sowas, weil du siehst ja nur Arme und sowas. Ja, und wenn man dann Schwimmbad ist, ist man ein Stock mit Stockbein. Ja, eben. Deswegen haben wir immer gesagt, sie sind aber kein Schwimmbad-Pumper. So. Und dann hat er halt immer gesagt, aber die Leute, die ich ins Krankenhaus geschickt habe, die haben nicht gesagt, ich bin Disco-Pumper. Und ich hab's dir gesagt, ja, ist klar. Erzählt er uns erstmal so ein Fazit, und immer seine Scheißschlägerei, dass er so Leute einfach ausgelockt hat, als wär's nichts. Ja, Digga, an dem Tag hab ich voll Respekt vor ihm, hab ich nie mehr blicken lassen gesehen. Weil ihr müsst euch überlegen, die haben immer voll Stress bei denen gemacht, so Spaß. Ich hab mir der hat mir jetzt wirklich mal eine gegeben, weil ich wäre voll weg, Junge. Disco-Pumpe. Ja, das war wirklich so ein Typ, der hat dann. Der Beine war bei dem wie ein Stock, Digga. Also wirklich. Ich hatte den Lehrer leider nicht. Hättest du dagegen gepustet, der wäre umgeknickt wie Wasser, Digga. Also ein. Einfach ein Loch im Beton wegen den Muskeln. Also ein Arnold Schwarzenegger nur ohne muskulöse Beine, okay. Ja. Yeah. Nee, Brust und sowas wird ja auch nicht trainieren, ne? Die Arme aber von Arnie. Die Arme von Arnie. Ja, also das Schlimmste war sowieso der unser Werklehrer. Der ist schon einfach in die Werkstatt, in sein Büro gesetzt, hat einfach nach Motorrad geguckt. Ja, wir brauchten Hilfe, hat ihn gar nicht interessiert. Aber das Lustige war, ein Kollege von mir hat mit dem so einen kleinen Deal gemacht, dass der so da mal so ein Go-Kart, hat er den für 40 Euro so abgekauft. So. Oh, ja, so ein Go-Kart abgekauft für 40 Euro mit Motor. Und jetzt hat er ein Go-Kart zu Hause stehen, was sogar fast fahrtüchtig ist. Ist halt auch ein bisschen Tank. Das ist halt immer so ein Tank, da kannst du vielleicht einen Kilometer mit fahren, dann ist der Scheiß leer. Aber der hat dann mit dem Deal gemacht, dass er den halt für 40 oder so kriegt oder so, irgendwie so war das. Hat ihn dann umgebaut, jetzt ein Karneval-Festival, jetzt ist er damit saufen gefahren. Was? Weil dem gehörte die Werkstatt so teilweise. LOL. Und er konnte dann einfach was kaufen. Also der hat es dann einfach verkauft. Beste war sowieso der Typ. Wir hatten so in der Werkstatt so ein richtig geiles Motorrad da stehen, Digga. Ich glaube, das war sogar eine 1000er Maschine, Digga, mit 1000 Kubik oder so. Bestimmt 500 PS unterm Arsch, die Scheißkarre. Was? Aber die war halt kaputt, ich wusste nie was. Ich habe ihn gefragt, was daran kaputt. Können wir das nicht als Projekt nehmen, um das mal zu bauen? Und dann hab ich halt mit ihm gefragt, er meinte so, nee, so, dann hab ich gefragt, würden sie die denn verkaufen? Meinte so, nee, leider nicht.